Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, wir haben im letzten Part es geschafft, aus der Kirche zu entkommen, indem wir, naja, eine Rückkopplung erzeugt haben, sodass sich der Schlüsselmeist einen Kopfhörer aufgesetzt hat und dann, ja, haben wir ihn mit Hilfe der Glocke vom Geländer gestoßen. Ob das der richtige Weg war, ist Edna sich nicht so sicher, bin ich mir nicht so sicher, aber es war, glaube ich, so ziemlich der einzige Weg. Und ja, jetzt sind wir hier zurückgekehrt ins Elternhaus und wollen nach drinnen in Ednas Zimmer, denn dort ist ein, sie hat früher mal Tagebuch geschrieben und das liegt dort eben im Zimmer, um dann zu erfahren, was wirklich damals passiert ist. Zudem war es ganz komisch, als wir den Schlüsselmeister vom Geländer gestoßen haben und dann eben er unten tot lag, hat Harvey gesagt, er hätte sich an irgendwas erinnert, aber es wäre jetzt nicht so wichtig. Was interessant ist. Interessant, ja. Hier wohne ich also. Die gehört mir bereits, glaube ich. Ja. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Dass der noch steht, ist fantastisch. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Verzeihst du mir? Oh. Er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Tja. Der ist voll, die will ich. Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Uah. Ich habe niemanden mehr, dem ich schreiben könnte. Alles wird gut, Edna. Ich werde alle Sachen, die wir gestohlen haben, zurückschicken, sobald wir Dr. Marcel das Handwerk gelegt haben. Der Generalschlüssel passt hier nicht. Für den Briefkasten braucht man den kleinen Schlüssel. Lieber nicht. Der Rost ist das Einzige, was diesen Kasten noch zusammenhält. Nicht nötig. Der Zahn der Zeit hat die alte Post bereits vollständig zernagt. Und die Ratten der Nachbarschaft haben tüchtig mitgeholfen. Früher haben wir Mattis Post immer unter Wasserdampf geöffnet. Es war aber nur selten was Interessantes drin. Meistens waren es Rechnungen und später dann auch Mahnungen. Langweiliges Zeugs also, das nicht mal als Papierflieger viel getaugt hat. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Lass mich raten, das ist der da. Ich glaube, mein Vater. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Wetten, es ist der hier und sie wird jetzt jeden zerstören, bis wir den letzten in der Mitte aufmachen. Aber in. Der hier war's nicht. Ah. Aber in. Der hier war's nicht. Aber in. Natürlich ist es der in der Der Mitte. hier. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Den habe ich auf jeden Fall als letztes ausprobiert, richtig. Ja. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen
Und entsprechend ist er mit dem Zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Danke. Ich finde es auch schön, wie die Augen von dem Gartenzwerg hier unten noch rumliegen. Damit ließen sich viele Türen im Haus öffnen. Auch meine Zimmertür. Okay, aber ganz kurze Frage. Der Schlüssel passt doch niemals in dieses Schloss. Das ist doch ein komplett anderer Schlüssel. So ein Schlüssel würde da reinpassen, aber doch nicht so einer. Aber okay, ich sag dazu nichts. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Ach. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Schere? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Naja, ich dachte halt, dass man vielleicht, weil die Schere ist ja ziemlich schmal, dass man so vielleicht dazwischen wie so eine Zange einfach machen kann, aber anscheinend nicht. Weißt du noch, wie wir den Tauchsieder an die Türklinke gehängt haben, um Einbrecher zu verscheuchen? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Mathis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Die gute alte Zeit. Wie sie sich freut. Der Arme. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir hinters Haus. Die Szene kennen wir ja noch, ne? Hier waren wir ja schon mal in einer in einer Tempomorph-Szene so. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Nein, der stand immer hier. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Mhm. Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Also, ob du Alu noch einladen kannst, weiß ich nicht. Aber Hoti Moti bestimmt. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Nein, der stand immer hier. Erinnerst du dich? Okay, das ist das Gleiche. Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar, Mattis hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier. Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanien. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Wie denn? Die ist einbruchssicher. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Hm. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Oh. Nein. Hm. Das ist kein Rost. Das ist nur besonders hartnäckiger Fensterschmutz. Guck mal, Harvey, der alte Salon. Genau wie wir ihn verlassen haben. Unheimlich. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Hallo, Edna. Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna. Nein, nein, nein. Ja. Wie gesagt, ne? Sie wird immer deprimierter und immer weniger lustig drauf. Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar. Damit haben wir damals immer Tjosten gespielt. Ja, ich erinnere mich auch. Alfred war eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden.
Nein, mir gefällt das Muster, wie es ist. Es erinnert mich an früher. Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna Brecht aus besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse. Und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Mm. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Lecker. Ah, hinterm Haus. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Das glaube ich inzwischen auch. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Tja. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Hier wohne ich also. Die gehört mir bereits. Papa? Es war... Es wird... Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Hallo? Jemand zu Hause? Wenn es doch so einfach wäre. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Sorry. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Okay. Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Wie wär's mit der Zickzackschere? Das hört sich gut an, oder? Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Okay, schade. Waren die früher schon hier? Nein, das wüsste ich doch. Da war doch mal das Kellerfenster. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ist da sonst irgendwas? Nee. Okay, wir brauchen ein Werkzeug. Das ist doch bestimmt machbar. Nur wo? Sonst noch irgendwie was? Nee. Disteln. Mal gucken. Vielleicht vorne. Hab ich irgendwas übersehen? Nö, hier ist gar nichts. Kann man, ging das? Ja, ging. Okay, Briefkasten, Mond, Scherben. Ah, warte mal. Er hat angefangen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze.
Sehr gut, wir haben Tonscherben. Für einen Abdruck ist der Ton nicht feucht genug. Der Teich ist wahrscheinlich ausgetrocknet. Pass, Fenster, Tür, Mond. Beneidenswert. Er steht über allem. Das stimmt, ja. Guten Abend. Du wagst es, Erdenwurm? Tut mir leid. Okay, der ist nicht so gut gestimmt. Sorry. Ah, hier zum Schuppen, das habe ich gar nicht gesehen. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Das ist so gut eingebaut, keine Chance. Ich sehe da drin viele... Nein, lass uns da reingehen. Oh, warte. Bevor hier unser... Bevor wir da reingehen, wäre es natürlich einen guten Freund. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Ja, es ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen. Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir da rein. Guck uns hier ein bisschen um. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Oh nein. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Und die ist wo? Nicht hier anscheinend. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Wozu? Wir haben noch Herbst. Sehr gut. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Die gehört mir bereits. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay, sorry. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Der arme Mattis. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Ich habe dafür wirklich... Und ich... Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Aber ich sehe etwas, was wir gebrauchen können. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Dann nimm mit. So, den Spaten können wir wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, ne? Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Also ich hätte jetzt eher Lust auf einen Drink. Na, guck mal, den Spaten können wir tatsächlich mitnehmen. Okay, dann ist ja entspannt. Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Hardware-Hilfe
an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandbogen überfahren. Und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln. Und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nach, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Der war es schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den roll ich über. Guck mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jagd den Frosch spielen. Ach, Harvey, wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das... Entschuldigung. Erinnerst du dich an die Schneeschaufel, Harvey? Na klar, sie war das wichtigste Utensil, wenn wir Planierraupe gespielt haben. Noch wichtiger als Alfred. Für einen Straßenbelag hat er einfach zu viel gezappelt. Schön. Erinnerst du dich an diese Handschuhe, Harvey? Na klar. Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Am nächsten Tag wollte Mattes die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Erinnert dich dieses Rad an etwas, Harvey? Ja, an viele schöne Radtouren und an die allherbstliche Nacktschneckenjagd. Okay, gut. Ich kann mir gut vorstellen, mit der Zange können wir bestimmt vorne den Schlüssel rausholen, oder? Zange, Schlüssel. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Perfekt. Okay, gut, aber dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part dann versuchen, den Schlüssel wiederherzustellen, beziehungsweise irgendwie die Dieseln zu entfernen, wenn das nicht mit den... Oh, warte, Moment, das probiere ich nur ganz kurz. Moment. Können wir nicht einfach mit den Spaten hier so... Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Sehr gut. Okay, und dann werden wir im nächsten Part hier ins Kellerfenster wahrscheinlich reinsteigen wieder. Und ja... Dann mal gucken, wie das Haus jetzt von innen aussieht nach all den Jahren. Und ja, bis dahin sage ich ciao.